Jedes Jahr kommen viele Ausländer nach Deutschland aus verschiedenen Gründen. So zum Beispiel wegen der schlecht bezahlten Arbeit, nicht ausreichender Bildung, wegen den Verwandten oder sogar aus Liebe. Im Jahr 2008 waren es 4.542.000 Ausländer, davon 189.000 Russen. Inzwischen hat sich über Jahrhunderte eine besondere Beziehung zwischen Russland und Deutschland entwickelt. Die gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Russen wird immer noch von Klischees geprägt. So zum Beispiel verbinden Deutsche mit Russland vor allem ein weites Land, soziale Ungleichheit, Machtbewusstsein, große Städte und Wachstum. Außerdem denken Deutsche, die Russen seien trinkfest, gastfreundlich, tapfer, gefühlsbetont und großzügig. Dies konnten wir in unserer Umfrage zum Teil bestätigen. Was fällt Ihnen spontan zu Wort Russen ein? Welche Wörter? Russenfreundschaft, das ist ein freundliches Volk, ein nettes, liebes Volk. Also ich hatte viele Russen in meiner Klasse, Russlanddeutsche, und sie waren sehr nett und es ist eine schwierige Sprache zu lernen. Also ich fand es sehr schwierig. Und wie finden Sie es eigentlich, dass Russen jetzt hier sind in Deutschland? Also ich finde es gut, weil ich hatte viele Freunde, die aus Russland kamen und wir haben viel zusammen gespielt, früher in der Schule oder im Kindergarten viel zusammen unternommen, und an sich finde ich, ist es gut. Moskau, Disco. Und ihr drei? Russland, Osten und Moskau. Eine Gurke, Wodka und ja, das war's eigentlich schon. Gurken, Wodka, schöne Frauen, durstig. Ja, du hast einen Wodka. Ja, reicht. Russen, zum Wort Russen, na, ich eben direkt mit dem Wort in Verbindung habe es schon, also Russen-Disco, ja, da gibt es ein Buch, das heißt so, oder Russen-Magazin, das kenne ich noch von früher. Zu DDR-Zeiten gab es das immer, einen russischen Laden, wo man alles Mögliche aus Russland kaufen konnte. Ich fand das immer als Kind sehr spannend, weil sehr aufregend, weil da gab es immer so schöne Bonbons und so verschiedene Sachen, die man sonst irgendwie nirgendwo bekommen hat. Mit Russland verbinde ich sehr interessante Erlebnisse. In den 80er Jahren waren wir in Leningrad und waren dort sehr beeindruckt von den riesigen Kirchen und Galerien, die wir ja hier in Deutschland nicht so haben. Also ich wurde in Weißrussland geboren und vor 9 Jahren kam ich dann nach Deutschland, weil meine Mom, sie hat hier einen Deutschen kennengelernt und lieben gelernt und dann haben sie geheiratet. Ja, und dann sind wir hierher gezogen mit meiner Mom. Und dann habe ich noch einen Bruder bekommen, also dann war die Familie sozusagen vollständig. Da war ich 9 Jahre alt, also genau die Hälfte sozusagen. Also Hälfte meines Lebens war ich in Weißrussland und Hälfte dann hier in Deutschland. Ich fühle mich hier eigentlich nicht ausgegrenzt, weil ich komme mit allen zurecht, auch mit Deutschen und Russen und auch andere Ausländer. Ja, von daher kann ich nicht sagen, dass wir irgendwie ausgegrenzt werden von Deutschen. Also typisch russische Gegenstände oder was anderes haben wir in unserer Wohnung nicht. Also wir haben uns ganz modern deutsch eingerichtet. Also und wir haben hier Verwandte. Also meine Mama hat hier eine Schwester und sie lebt hier auch schon sehr lange. Also sie kam schon vor, ich glaube, 15 Jahren her. Also ja, und wir feiern nur manchmal zusammen. Also wir haben auch andere Freunde, mit denen wir feiern, und sie hat auch ihre Freunde, und von daher. Ich vermisse nur meine Freunde und meine Familie, also meine Tante und mein Onkel. Also das Leben gefällt mir hier in Deutschland und ich würde auch niemals nach Weißrussland wieder zurückfahren. Weil hier hat man viel mehr Chancen, irgendwas aus sich zu machen, und als in Weißrussland. Я приехала из Калининграда, из России. Раньше он назывался Кёнигсберг. В Россию переехала, когда мне было 13 лет, но я родилась в Казахстане. Мне сейчас 20 лет, и я живу в Германии всего лишь 2 года. И сейчас я делаю абитур.
Я переехала сюда в 18 лет, 1 мая 2009 года. И мне надо было выучить язык, и чтобы продолжить дальше свое образование. И я прошла шпрахкурсы. Первые полгода у меня, как бы, можно сказать, не было ни друзей, ни знакомых, только моя семья. Но потом стали завязываться отношения, контакты, и сейчас, ну, как бы, можно сказать, что я обустроилась. Друзья, к сожалению, у меня только русские, и семья у меня тоже русская, но отчим у меня немец, австриец. Я общаюсь, конечно, с немцами, у меня есть работа, где мне приходится с немцами общаться. В основном я разговариваю на русском языке. У меня мама замужем за немца, и поэтому моя семья переехала сюда. Мне больше нравится, наверное, я даже не могу на этот вопрос ответить, так как там у меня есть друзья, и здесь у меня сейчас, на данный момент, тоже очень много друзей. У меня есть любимые люди, которые рядом со мной меня окружают, родственники, друзья. И, конечно, Россия, это моя родина, но здесь мне тоже нравится, как бы. Но в Россию, наверное, нет, не вернусь. Как бы назад пути нет, я думаю, все уже. Раз приехал, надо дальше двигаться, идти. Сейчас моя цель — получить образование и сделать свою карьеру. Ich bin in Russland geboren. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin im Dezember 2004 nach Deutschland gekommen. Also ich wohne hier schon 6,5 Jahren. Ja. Ich bin eigentlich in eine russische Klasse gegangen. Halt. Und deswegen haben da alle auch Russisch geredet. Und deswegen konnte ich mich gut verständigen und verstehen. Und dadurch war es nicht wirklich schwierig. Also ich konnte halt Deutsch lernen und gleichzeitig auch Russisch sprechen, weil alle mich verstanden haben. Ja, deswegen ging es eigentlich. War ziemlich okay. Meine Mutter, als wir hergekommen sind, hat sie erstmal in einer Samstagsschule gearbeitet, also nur am Samstag. Und dann hat sie zwei Kinder bekommen, deswegen ist sie halt zu Hause jetzt die ganze Zeit, schon seit 2007. Sie zu Hause mit meinen zwei Brüdern. Der eine ist schon 3 Jahre alt und der andere 10 Monate alt, deswegen ist sie jetzt zu Hause. Und sie macht jetzt eigentlich nichts Besonderes, halt Hausfrau. Ja, wir eigentlich immer feiern wir immer die russischen Feiertage und es ist alles die. Halt alles russisch. Wir kochen noch immer das russische Essen, also alles wie es war in Russland halt. Ja, weil meine Eltern können auch nicht so gut Deutsch sprechen und meine Mutter, fast sie die ganze Zeit zu Hause ist und sie kann das dadurch nirgendwo lernen. Und der Stiefvater ist so mehr oder weniger, aber versteht auch nicht alles. Ja, und dadurch haben wir immer noch meistens die russische Kultur zu Hause. Ich habe da viele Verwandte, auch viele Freunde. Ich war da bis der 6. Klasse und dadurch habe ich noch viele Freunde dort. Ja, und halt, also eigentlich für mich persönlich die Atmosphäre, weil ich bin sehr gewöhnt an Russland. Und dadurch, ich kann mich immer noch nicht so gut hier adoptieren, sozusagen. Ich weiß eigentlich nicht, wovon das kommt, weil ich war ja auch nicht gerade so alt, als ich hierher kam, aber trotzdem. Und ich bin auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen und hier ist eine Großstadt und dadurch ist das auch ziemlich schwierig für mich halt. Naja, hier ist natürlich mehr Ordnung halt sozusagen, alles so streng und in Russland ist es ja ein bisschen lockerer, da alles das Ganze. Und hier kann man auch, hat man sehr viele Chancen für die Arbeit, für das Beruf, für das, ja, und da ist es nicht gerade so gut. Hier wird auch deine Ausbildung befördert und sowas und in Russland macht man das eigentlich nicht, das alles. Было очень трудно, не зная языка себя, я чувствовал паскудно. Но я благодарен своим друзьям в Германии. Нашли общий язык и взаимопонимание. Я читаю для местных и для тех, кто за бугром. Вместе мы через все трудности пройдем. С удовольствием прошел бы сейчас по старой школе, где мы тусили на переменах в коридоре. Я надеюсь, скоро мы встретимся все с вами, и тех, кого больше нет, на природе мы помянем. Родина, я так скучаю по тебе, лишь тебя без конца вижу я во сне. Братья и сестры, вот вам мой привет, и в ваших письмах жду душевный я ответ. Родина, я так скучаю по тебе, лишь тебя без конца вижу я во сне. Братья и сестры, вот вам мой привет, и в ваших письмах жду душевный я ответ.
Родина, я так скучаю по тебе, лишь тебя без конца вижу я во сне. Братья и сестры, вот вам мой привет, и в ваших письмах жду душевный я ответ. Родина, я так скучаю по тебе, лишь тебя без конца вижу я во сне. Братья и сестры, вот вам мой привет.